Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind da in unserem Briesenheim, da zu Hause, haben da ein wenig geschlafen, geschmiedet und gelevelt, verzaubert und entzaubert, und ich habe mir da noch was dazu eingekauft, damit das ein wenig, ja, freundlicher wird hier, den großen Tisch, und ja, da können wir dann schon Freunde empfangen. Da oben haben wir auch noch was. Na komm, gnädigste. Und Feendal, der ist immer noch bei uns. Da ein Gästezimmer. Und auf das Alchemielabor habe ich verzichtet. Das brauchen wir nicht. Ich finde, das ist nicht notwendig. Aber was wir jetzt angehen werden, nämlich, ja, wir werden da gleich einmal zu den Gefährten schauen und schauen, ob die eine Arbeit für uns haben. Wir machen das jetzt fertig mit dem. Und wir sehen uns gleich wieder beim Tempel von Kynareth, und wir holen uns den Segen wie immer und springen dann gleich zu den Gefährten. Und wir fragen da gleich einmal nach Arbeit, aber zuerst muss ich da jetzt einiges noch umstellen. Wir sind da hier ein wenig falsch gerüstet. Amulett von Dibelka auf Relikunst, das tun wir weg und nehmen das hier und dann noch den Zwergenhelm der Magiker. Setzen wir auch gleich auf und dann geht schon los. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Farkas, du bist schon cool. Ich suche ja... Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Ja... Okay. Dann erledigt es jetzt. Begonnen, ein bezahlter Schläger. Okay, Leute. Und Schüchter, die Unbeugsamen in Weißlauf. Ah, die kennen wir doch schon. Ist das nicht die, mit der wir schon gekämpft haben? Das schauen wir doch gleich einmal nach. Weil die ist ja ziemlich heftig drauf. Der Marker, wo ist denn der? Die ist da unten in der beflackten Meere, nehme ich an. Ich habe schon euch und eurem Süßwurst-Garaspel gehört. Ja, nur weil wir so viel quatschen, du brauchst nicht so blöd tun. Wir haben jetzt den Quest gar nicht aktiviert. Schaut das aus. Bezahlter Schläger. Wir werden das einmal wegtun. Und bezahlter Schläger einstellen. Ja. Okay. Drei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Okay, was immer du jetzt gesagt hast, von alles wegen... in Ordnung? Zwei Hände. Ja, schade, dass der uns diesen Auftrag gibt, weil wir haben ja das schon mal erledigt und die war ja ziemlich hart im Nehmen. Aber wir müssen die jetzt noch einmal kloppen und das machen wir doch gleich. Kommt da rein. Hallihallo. Ja, und ich schicke euch jemanden hin. Genau. Komm ihr her. Seid ihr Lust auf ein Nord-Sprichwort? Prügelei anfangen. Ihr könnt komm mich her. Nicht einschüchtern. Also los. Seht Darf an, seht an. Die nächste Made, die unter meinen Stiefeln zerquetscht werden wird. Jemand muss etwas unternehmen. Ja. Ja. Das war gar nichts. Ich werde euch vernichten. Verdammt! Das war schon alles. Wirklich? Also Leute, wir machen das einfach auf offenen Schlagabtausch. Schaut ja gut aus. Wollt ihr nur so dastehen? Wehrt euch! Und jetzt? Schnappt sie euch! Tötet sie! Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke überdehnt. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch.
Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Ist okay, ja? Gut so. Und der Feendal war da auch schon ganz aufgeregt, habt ihr gesehen. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Schande ist das. Ich habe nämlich seinen Hammer auch verzaubert, der kommt jetzt gut. Okay. Gut, haben wir da mit jedem schon mal geredet? Das ist der, der immer jammert über die ganzen... Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. Ja, vielleicht das offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Hm? Okay. Ja. Teeblätter, Handlesen, ein Blick in die Kristallkugel. Oh. Olava soll wohl eure Zukunft deuten, ja? Tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in Stimmung. Nun gut, wenn du nicht in Stimmung bist, dann ist es das. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Ja, Sam, was ist mit dir? Was zu trinken, was zu lachen und ein Wettbewerb. Was will man mehr? Ein Wetttrinken? Ja, Leute, das könnten wir doch gleich einmal machen, ja? Das werden wir ja sehen. Das ist ein besonderes Gebräu, sehr starker Tobak. Dann fangen wir mal an. Okay. Wie machen wir das am besten? Dann eröffne ich mal die erste Runde. Runter damit! Und los geht's, komm, Alter. Ihr seid dran. Los geht's. Damit wäre einer geschafft, mein Freund. Einer geschafft. Der nächste Punkt für mich. Was ist denn jetzt los? Und wie steht's mit euch? Ja, gut, Sagt ihr. Ich glaube, ich habe bald genug von dem Zeug. Wisst ihr was? Wenn ihr noch einen schafft, dann habt ihr gewonnen. Einer noch? Kein Problem. Aber hallo. Ihr habt es wirklich geschafft. Der Stab gehört euch. Guter Tropfen. Wisst ihr was? Es macht Spaß, mit euch zu trinken. Ich kenne einen tollen Ort, an dem Wein wie Wasser fließt. Dort sollten wir hingehen. Sag mal, ihr seht aber nicht so gut aus. Okay, was war das jetzt, Leute? Ich check das nicht ganz. Wacht auf! Ja, wacht endlich auf, betrunkener Gotteslästerer. Wo bin ich? Natürlich. Ihr erinnert euch nicht mehr daran, wie ihr hierher gekommen seid. Dann wisst ihr sicher auch nicht mehr, dass ihr hereingekommen seid und etwas von einer Ehe oder einer Ziege gefaselt habt. Und dann erinnert ihr euch auch nicht mehr daran, wie ihr in Wut geraten seid und überall im Tempel Müll verstreut habt. War ein Mann namens Sam bei mir? Die Bella lehrt uns Liebe und Mitgefühl. Aber das heißt nicht, dass wir euch einfach sagen, was ihr wissen wollt und euch dann einfach so wieder hier herausmarschieren lassen. Räumt euer Chaos auf und entschuldigt euch. Und wenn wir euch für aufrichtig halten, werden wir euch vielleicht helfen. Okay, Chaos aufräumen und ja. Was genau machen wir jetzt da? Da liegt was herum. Den Wein nehmen wir, ja. Haben wir da was runtergeschmissen? Sack, nö, da liegt was am Boden. Na, die dürfen wir nicht stehlen. Was ist denn noch passiert? Da liegt was. Ein Riesensee, okay. Ja, Leute, wir machen einfach das Ding hier, ne? Das nehmen wir. Da ist nichts für uns. Aha, alles klar. Gut so. Da noch einmal schauen, ob wir da einen Saustall verunglückt. Ja, wir müssen da ja einen ziemlichen Minte gehabt haben. Da liegt auch noch was am Boden. Was ist denn das? Materialliste. Um den Stab zu reparieren, brauchen wir folgendes. Einen Riesensee, geweihtes Wasser, eine Hexenrabenfeder. Nun gut, wir schauen gleich einmal nach, was wir da jetzt alles aufgehoben haben. Und das Zutaten, Hexenrabenfeder, Riesensee haben wir und sonstiges.
Okay, noch einmal. Sorry, Leute. Riesensägeweites Wasser, Hexenraben. Wir brauchen noch ein Wasser und eine Hexenrabenfeder. Wo finden wir das Zeug? Liegt da was am Boden? Ah, ich muss das so machen. Sorry. Stehlen sollten wir nichts. Wacholderbeeren auch nicht. Wacholderbeeren. Ah. Ah, Leute, ich werde da kurz einmal einen Schnitt machen und wenn ich was finde, melde ich mich gleich wieder. Ist das okay? Abgeschlossen. Hilfe beim Aufräumen des Tempels. Entschuldige dich bei die Bella Priesterin. Okidoki. Wir haben das zwar nicht gefunden, wir haben den Zettel eingesteckt. Das dürfte heiliges Wasser sein, aber wir haben einfach den Saustall zusammengeräumt und werden jetzt zu der Gnädigen gehen und uns entschuldigen. Ja? Das wird wohl reichen. Die Bella lehrt uns schließlich Vergebung. Selbst für einen Trunkenbold wie euch. Könnt ihr euch noch an irgendwas von dem erinnern, was ich bei meiner Ankunft gesagt habe? Ihr habt vor euch hingeschimpft, als ihr hierher kamt, aber das meiste war Gelalt. Ihr habt etwas von Rurikstadt gesagt. Vielleicht solltet ihr euch dort umsehen. Abgeschlossen, entschuldige dich und so weiter. Frag in Rurikstadt nach Sam und dem Stab. Okay, Leute. Aber das wollten wir alles nicht. Was ist denn da hinten drin? Allerheiligstes und Experte da. Es tut mir leid, der Tempel von Bella ist geschlossen. Wenn ihr wünscht, könnt ihr euren Segen erhalten. Aber die anderen Schwestern befinden sich in Klausur. Die sind in Klausur, okay. Wo auch immer das ist. Nee, Schmäh. Alle Krankheiten geheilt, die Bella Segen. Da schauen wir gleich einmal nach, was das bedeutet. Aktive Effekte. Plus 10 auf Redekunst, ja, das war natürlich wieder notwendig. Okay, gut, was auch immer das soll. Wir werden da mal rausschauen. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hier sind. Kriegen wir das jetzt? Nein, wir dürfen das noch immer nicht mitnehmen. Wir sind in Markart. Wow. Ah, Markart, das sagt mir was. Habe ich einen Tipp bekommen? Da können wir Redekunst leveln. Ja, wir werden dann gleich einmal in der Questliste nachschauen. Wir sind jetzt hier in Markart. Das heißt, wir können die dann auf der Karte auch mit Schnellreise erreichen. Nun gut, aber wir sind da ja bei einem anderen Quest stehen geblieben, ja? Nämlich... Der Liebendenstein. Aha. Da müssen wir dann hin. Okay, das wollen wir ja nicht. Wo ist denn jetzt Weißlauf? Da müssen wir hin. Kehre zu Farkasch zurück, ja. Wo hat denn uns der hingeführt? Ich glaub's ja nicht. Schnellreise nach Weißlauf. Leute, das muss wieder eine Nacht gewesen sein. Extrem cool. Ein Besäufnis sondergleichen. Und mir tut's im Schritt auch nicht weh. Was soll's? Ja, wir bringen das jetzt aber rasch zurück und schließen mal diesen Quest ab, ja. Und es ist schon wieder Nacht, ja. Du geh weg, ja. Ja, wir sind ja gleich da. Und da oben, wo ist ein Farkasch? Farkasch, da hinten ist er ja schon. Wir sind gleich da drin. Und dann haben wir den Quest auch abgeschlossen. Und Markart, dort gibt es eine Kaschemme anscheinend. Da können wir uns die Redekunst leveln. Skios, manche denken, ich sei nicht intelligent.
Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Sarkash, du bist mein bester Kerl. Ihr scheint ein Talent dafür zu haben. Ich werde es die Verantwortlichen wissen lassen. 150 Gold hinzugefügt. Abgeschlossen. Bezahlter Schläger. Gut, ich frag dich noch was. Ich war noch nie der Klügste. Aber die Gefährten heißen jeden willkommen, der das Herz eines Kriegers hat. In der Schlacht kämpfen wir für unseren eigenen Namen und den Namen der Gefährten. Gut so, ich glaube, das war's fürs erste Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns dann noch ein wenig umsehen, ob wir da noch ein paar Quests machen können, mit Sicherheit. Aber das mit Markart, das kommt ja recht cool. Ja, so geht's auch. Feendal und ich verabschiede uns jetzt. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.